Das malerische Salzburg ist nicht unbedingt für Mode bekannt. Das möchte die DTM-TV-Reporterin Cora Schumacher jetzt ändern. Ihre Begeisterung für Trends und Design verwirklicht sie jetzt mit einem Fashion Store im Herzen der Mozartstadt. Die Idee, die schwirrt schon seit vielen, 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 vielen Jahren in meinem kleinen süßen Köpfchen rum. Das war bei mir eigentlich wirklich ein Mädchentraum, den ich mir jetzt mal mit meiner Freundin und Geschäftspartnerin Katja Ziegler verwirklicht habe. Koka nennt sich das neue Shoppingparadies. Die Frauen der beiden Sportstars Ralf Schumacher und Alexander Ziegler verkaufen hier nicht nur angesagte Mode, sondern auch die passenden Accessoires dazu. Dem DTM-Star von Mercedes-Benz macht das neue Projekt seiner Ehefrau Cora Spaß. Für mich ist es eigentlich sehr angenehm. Ich selber komme jetzt durch diesen Shop mit mehr Mode in Berührung, interessiere mich auch mehr dafür und nutze natürlich auch die Möglichkeit, das ein oder andere Mal einkaufen zu gehen. Die Eröffnung wurde gebührend gefeiert. Bei einem Gläschen Champagner informierte sich der Jetset über die aktuellsten Labels und Trends. Auch Star-Designer Philipp Plein gab sich die Ehre. Er ist schon lange mit der DTM-TV-Reporterin befreundet. Cora trägt die Mode auch sehr gerne, wie man auch oft sieht, sogar bei euch, direkt am Ring. Bei der DTM ist ja oft mit unserer Mode auch ausgestattet und dadurch kam eigentlich die Bekanntschaft zu Cora und daraus hat sich dann im Laufe der Jahre eine Freundschaft entwickelt. Den Promis wie Axel Schulz und seiner Frau gefielen die außergewöhnlichen Kreationen des Modemachers. Glitzer und Glamour ist auch für Männer ein Muss. Normal ist so ein bisschen was dran, ne? Auch so ein bisschen Strass, das mag ich total, auch bei Männern. Also es gefällt mir richtig gut und Leder macht auch so ein bisschen härter im Ganzen. Was ist denn für eine Anspielung? Um harte Männer geht es auch beim DTM-Finale am Hockenheimring. Timo Scheider und Paul Di Resta kämpfen um den Titel. Wem drücken die Schumachers die Daumen? Ich glaube, es wird einfach sehr spannend. Natürlich drücke ich dem Paul die Daumen, ganz klar, es wäre schön. Aber ich glaube, beide haben es verdient. Eine extrem schwierige Frage, weil auch ich da natürlich ein bisschen im Zwiespalt bin. Natürlich drücke ich dem Paul Di Resta die Daumen, aufgrund dessen, dass er natürlich für Mercedes unterwegs ist. Aber ich drücke natürlich auch irrsinnig dem Timo Scheider die Daumen, weil der Timo seit vielen, vielen Jahren ein sehr guter Freund von Ralf und mir ist und ich ihm das natürlich auch sehr wünschen würde. Wer es im Endeffekt wird, entscheidet, glaube ich, nur der liebe Gott. Die Eröffnung des Fashion Stores war ein voller Erfolg. Bei der Afterparty im Take 5 feierten alle ausgelassen. Ein gelungenes Opening für Katja Ziegler und Cora Schumacher. Jetzt kann sich unsere DTM-TV-Reporterin voll auf das große Saisonfinale konzentrieren.